Der junge Dr. Martin Blake arbeitet als Assistenzarzt in einem Krankenhaus. Anfangs hat er jedoch Probleme mit dem etwas schroffen Umgangston seiner Kollegen. Um es zu etwas zu bringen, muss er lernen, sich anzupassen. Ich wollte nur wissen, Sie sind doch bei diesem Fortbildungsprogramm gewesen. Ja. Nun, ich will da auch hin. Haben Sie vielleicht einen Tipp? Kann ich Ihnen nicht viel raten. Wer ein guter Arzt ist, ist auch ein guter Kandidat. Klar. Sie kennen das Geheimnis, wie man ein guter Arzt wird. Sie handeln einfach wie einer. Das tue ich, denke ich. Dr. Blake bemüht sich und kümmert sich gut um seine Patienten. Besonders hat es ihm die 18-jährige Diane angetan, für die er ein ganz besonderes Interesse entwickelt, das allerdings weit über seine Pflichten hinausgeht. Hi. Hi. Wie geht es Ihnen? Ich glaube, ganz gut. Was war das mit der Schwester? Ein Missverständnis, schon okay. Bin ich geheilt? Fast. Ich muss nicht mehr hier sein? Nein. Keine weiteren Ratschläge? Ich sag der ekligen Theresa, dass Sie ein guter Arzt sind. Vielleicht lässt sie Sie dann in Ruhe. Danke. Sie sind eine gute Patientin. Schon bald geht es Diane besser, aber Dr. Blake will sie nicht gehen lassen und schiebt ihr falsche Medikamente unter. Der Zustand des Mädchens verschlechtert sich, doch der Arzt lässt sich gegenüber seinen Kollegen nichts anmerken. Achten Sie auf diese Erregerkultur, wir haben es immer öfter mit dieser Resistenz zu tun. Was halten Sie von Ceftadizin? Wenn sich die Kleine nicht stabilisiert, verlegen wir sie auf die Intensiv. Und Vorsicht wegen einer Sepsis, wie oft werden Ihre Werte gecheckt? Alle 2 Stunden. Okay, gut. Ich brauche das Ergebnis vom Resistenztest. Klar. Sein Plan scheint aufzugehen. Doch dann eskaliert die Situation. Der junge Arzt hat durch sein Handeln eine Lawine ausgelöst, die er nicht mehr aufhalten kann und verstrickt sich immer weiter in einem Netz aus Lügen. Kennen Sie das, wenn man Dinge tut, die nicht gut für einen sind und tut sie trotzdem? Ja. Ich werde nicht sterben, nicht wahr? Nein. The Good Doctor, tödliche Behandlung, ist ein sehr ruhiger Film, der spannend und beklemmend zugleich ist. Orlando Bloom zeigt sich in dem Thriller von seiner düsteren Seite und sorgt dafür, dass der Zuschauer kaum noch zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Das Bonusmaterial der Blu-ray enthält unter anderem ein 10-minütiges Making-of und den offiziellen Filmtrailer.